Sucuk mit Ei, Ramen. Ich hatte diese verrückte Idee im Kopf und musste es einfach probieren. Ich musste improvisieren. Also habe ich erst Ingwer, Knoblauch und Frühlingszwiebeln in einer Pfanne angebraten. Dann geben wir noch etwas Chili-Paste dazu, braten es an und löschen es mit Sojasauce ab, sodass alles zu einer dickflüssigen Masse wird. Das ist meine Brühe, die ich vor ein paar Tagen gemacht habe und immer benutzen kann, wenn ich Ramen essen will. Ich habe es einfach in die Pfanne gegeben und köcheln lassen. Dann nur noch die Nudeln gekocht, Sucuk angebraten und ein Ei dazu gegeben. Also haben wir die Gewürzsoße und die Brühe als Ramen und Sucuk mit Ei als Topping. Beides zusammen ist